Hallihallo, ich freue mich wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein Muttertagsgeschenk kreieren, basteln, zusammenstellen. Es ist ein bisschen spät, weil morgen ist Muttertag, aber Muttertag gibt es ja jedes Jahr wieder. Insofern ist es vielleicht eine Idee fürs nächste Jahr. Oder die Läden haben heute doch noch ein bisschen länger auf und man flitzt nochmal los und holt sich die Dinge, die man benötigt und legt einfach los. Ja, das ist für meine Mama für morgen. Insofern mache ich das heute fertig. Ich lege einfach mal los. Und dann seht ihr, was ich mir hier bereitgelegt habe. Und zwar gab es diese Tüten ganz günstig für 1,99 in einem ja, DM-Laden, Butni-Laden, also in einem Drogerieladen. Genau, so sagt man das, glaube ich. Und ich fand das ganz niedlich mit diesem Satz da drauf oder mit diesem Wort da drauf, Blumengruß. Und da werde ich ganz einfach noch zwei Wörter hinzufügen. Und schon ist das total treffend. So, Muttertag. Das hätten wir dann schon mal. Ja, ich hatte noch eine zweite Tüte für den Fall, dass man sich verschreibt oder wie auch immer. Aber die werde ich mir irgendwie für den Balkon oder wie auch immer irgendwann mal fertig machen. So. Ich fand das so hübsch irgendwie. Ich finde, das sieht niedlich aus. So, dann geht es auch schon weiter. Ich habe mir hier eine kleine Kordel bereitgelegt. Also das ist auch eigentlich ein ja, DIY, welches recht schnell geht, welches recht fix gemacht ist. Die Kordel werde ich mir mit Heißkleber punktuell, aber auch nur befestigen. Ich fange jetzt vorne an, weil ich nachher vorne auch wieder enden möchte. Und wie gesagt, ich werde das nur punktuell fixieren. Wenn ich das nicht fixieren würde, gehe ich davon aus, dass es auch nicht hält. Also, ja, ich gehe auch davon aus, dass es so auch nicht hält, weil das so eine beschichtete Tüte ist. Muss aber halten. Da bin ich jetzt ganz eigen. Hat zu halten, muss halten, wird halten. So, vielleicht muss man das einfach ein bisschen länger trocknen lassen. Ein bisschen länger anhalten, bis der Heißkleber getrocknet ist. Vielleicht geht das auch mit Sekundenkleber ganz gut. Ich weiß das gar nicht. Aber ich denke, hiermit geht das ja jetzt auch. Wie ihr seht, ich habe mir eine Hortensie ausgesucht, eine weiße Hortensie. Es muss nicht immer ein Blumenstrauß sein, es müssen auch nicht immer Rosen sein. Ich finde schon gar nicht zum Muttertag. Insofern, ja, habe ich mir Hortensien ausgesucht, fand das ganz passend. Die kann man sich nachher auch gut rausstellen. Austopfen, vielleicht in einen großen Topf und dann für Balkon, Terrasse, Garten. Im Garten kann man sie ganz frei auspflanzen und man hat immer wieder seine Freude daran. Und ja, aus dem Grund habe ich mir eine Topfpflanze ausgesucht, weil man da ja, viel länger seine Freude dran hat. So, ich werde das hier weiter erstmal ranfummeln und bin dann gleich wieder für euch da. Das hätten wir jetzt fertig. Ich habe das tatsächlich wirklich immer nur an einem Punkt pro Seite fixiert. Habe jetzt hier einen ganz leichten Knoten reingesetzt. Werde das Band jetzt allerdings auch kürzen. Und habe hier jetzt so ganz süße Stickerchen,
Wer jetzt solche Stickerchen, Selbstklebestickerchen nicht hat, kann natürlich auch aus Folie, also hier aus, ich bin gerade so ein bisschen vertieft, aus Tonpapier oder Tonpappe sich kleine Herzchen ausschneiden. Auch das werden wir gleich noch machen. Hier ist jetzt schön, dass ich sie zusammenkleben kann. Und von daher bieten die sich wunderbar an. So, hier werde ich das Gleiche auch nochmal ranmachen. Und schon hat man auch das Band ein bisschen aufgepimpt. So, wo haben wir jetzt noch? Ah, haben wir gar nicht mehr. Dann müssen wir einen anderen nehmen. Dann nehmen wir halt den. Der ist ein bisschen größer. Ist aber auch schick. Da hätten wir aber noch ein Gegenstück. So. Und fertig ist es. Jetzt haben wir tatsächlich hier auch schon wunderschön das Band aufgepimpt. Mehr bedarf es da auch gar nicht. Jetzt widmen wir uns mal der Pflanze. Genau, ich habe eine Hortensie ausgesucht. Ich finde die einfach wunderschön. Ich weiß, dass meine Mama auch weiß mag. Es muss auch nicht immer rot sein. Ich werde sie zusätzlich noch in eine kleine Tüte stellen, um Gießwasser noch besser von der anderen Pflanztüte, also ich nenne das jetzt hier mal Pflanztüte, Dekotüte, zu trennen. So, das hätten wir jetzt auch schon. Und jetzt habe ich hier, wie nennt man denn so ein Gras? Deko-Sisalgras. In einem wunderschönen rosa-rotem Ton. Und das gibt es so eigentlich relativ selten bis gar nicht zu kaufen. Das habe ich einfach eingefärbt. Ich habe dieses Deko-Sisalgras in diesem Naturton. Und zwar ist das total einfach, wenn man Krepppapier hat, in diesem Fall natürlich jetzt rot, schneidet man sich einfach mal ein gutes Stück raus und man nimmt sich ein Glas, am besten mit einem Schraubverschluss oder wie hier jetzt mit einem anderwertigen Verschluss, aber Hauptsache es ist dicht. Und wenn man, so jetzt könnt ihr das schon mal beobachten, dieses gut schüttelt und stehen lässt, also eine gute Stunde stehen lässt, dann hat sich dieses Wasser richtig schön rot verfärbt. Und dann habe ich einfach von diesem Natursisalgras die Menge abgemacht, die ich benötige, habe das Krepppapier entfernt und habe das Sisalgras eingetaucht, Deckel zu, nochmal eine Stunde stehen lassen und nachher einfach das Sisalgras rausgenommen, mit ein bisschen WC-Papier, gut durchgetrocknet und dann hat man dieses als Ergebnis. Ich bin tatsächlich gestern wahnsinnig lange umhergelaufen und habe rotes Sisalgras gesucht und ich habe keins gefunden. Und da war ich tatsächlich schon ein bisschen, ja, mucksch, wenn man das mal so sagen darf, so wie wir das hier im Norden sagen würden. Und somit musste ich selber ran und habe schnell noch was reingefärbt. Damit umschlinge ich ganz leicht den Topf, sodass es ein wenig rausschaut, um noch mal ein bisschen Farbe hier oben am Rand ins Spiel zu bringen. So, ich persönlich mag das so sehr gerne leiden. So, das wäre schon mal das. Und jetzt ist mir das hier ein ganz klein bisschen zu nackig. Insofern habe ich hier einen kleinen Blumenstecker, den werde ich ganz dezent hier noch mit einbringen. Jetzt muss ich schauen, dass ich an den Blättern vorbeikomme. So, und wie ich diesen gemacht habe, ganz einfach. Ich habe jetzt das Glück, dass ich noch ein Stück von solch wunderschönem bedruckten Papier habe. Und da habe ich mir das in der Mitte geknickt, dann nochmal so
in der Mitte geknickt und habe mir ein Herz ausgeschnitten. Und wenn man das nämlich noch mehr in der Mitte knickt und das Herz ausschneidet, hat man zwei gleiche Gegenstücke. So, das wäre jetzt das Herz. Und wie man sieht, wenn man es auffaltet, hat man ein wunderschönes Herz. Wenn einem das jetzt doch nicht so gefällt, kann man gerne noch mal zufalten. Vielleicht den Herzbauch ein bisschen vergrößern. So, ja, so finde ich das Herz jetzt sehr schön. Dann nehme ich einfach Heißkleber. Man kann das auch mit anderem Kleber machen. Das würde mir jetzt aber im Trocknungsprozess ein wenig zu lange dauern. Setze einen Schaschlikstab dazwischen, das Gegenstück oben auf. Presse es ein bisschen an. Ich weiß auch nicht, wo ich das Papier hier mal erworben habe. Ich glaube, in einem Bastelladen habe ich mir da mal so einen Bogen mitgenommen. Ab und zu ist es so, wenn ich irgendwas sehe, dann nehme ich mir ganz gerne schon mal im Voraus etwas mit. So, hier haben wir jetzt unser Herzstecker. Auch den kann ich eigentlich jetzt hier noch mit eingeben. So, dann sind das eben zwei. So, sieht ein bisschen aus wie Öhrchen. Das ist für meine Mama, welches ich ihr morgen auf den Tisch stellen werde. Weil meine Mama muss nämlich arbeiten, wie so viele, die im Pflegedienst oder auch in Krankenhäusern, Feuerwehr, Polizei, halt öffentlichen Dienst, die ja, müssen morgen eben ran. Und ja, insofern werde ich ihr das auf ihrem Tischchen stellen. Und wenn sie nach Hause kommt, wird sie sich mega, mega, mega freuen. Das will ich doch eigentlich hoffen, dass sie sich mega freuen. Und ja, insofern ganz viel Spaß beim Nachmachen. Also ganz schnelle kriegen das bestimmt noch hin. Und viel Freude allen Mamis damit. Und mal schauen, was ich morgen zum Muttertag bekomme. Ich habe auch zwei Kinder. Und ja, ich würde mich freuen. Ich hätte mich jetzt beinahe selbst überschlagen, wusste gar nicht, was will ich jetzt sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.